Wenn du unseren Kanal oder die Entwicklungen im Bereich der Astronomie regelmäßig verfolgst, dann weißt du sicher schon, dass das neue James-Webb-Weltraumteleskop gerade dabei ist, unsere Sicht auf das Universum vollkommen zu revolutionieren. Im September des vergangenen Jahres veröffentlichte die NASA erneut ein Bild des neuen Superteleskops, das für großes Aufsehen sorgte. Zu sehen ist auf dem Bild der Eisplanet Neptun und dieses Bild ist das Beste, das wir von diesem faszinierenden Planeten seit 30 Jahren bekommen haben. Tatsächlich gehört Neptun zu dem am wenigsten erforschten und damit geheimnisvollsten Planeten im Sonnensystem. Bevor wir uns dem blauen Eisriesen weiter zuwenden, möchten wir dich noch kurz einladen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn so verpasst du garantiert kein neues Video mehr. Wenn dir das Video am Schluss gefallen hat, freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben. Wir starten jetzt zuerst mit ein paar Fakten rund um den blauen Planeten am Ende des Sonnensystems. Neptun-Fakten. Neptun ist von der Sonne aus gesehen der 8. bekannte Planet im Sonnensystem und seit Pluto im Jahr 2006 der Planetenstatus aberkannt wurde, auch der letzte. Gemessen am Durchmesser ist Neptun der 4. größte, der 3. massereichste und der dichteste Planet im Sonnensystem. Er hat etwa das 17-fache der Masse der Erde und ist etwas massereicher als sein fast identischer Zwillingsbruder Uranus. Neptun besteht hauptsächlich aus Gasen, Flüssigkeiten und Eis. Offiziell ist er ein Eisriese. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt Neptun in einem Abstand von 4,5 Milliarden Kilometer ganze 164,8 Erdjahre. Neptun war der erste Planet, der alleine durch mathematische Berechnungen entdeckt wurde. Zwar war die blaue Erscheinung im 17. Jahrhundert bereits Galileo Galilei aufgefallen, doch der hielt Neptun fälschlicherweise für einen Stern. Erst 1846 kam der britische Mathematiker und Astronom John Couch Adams aufgrund von Berechnungen der Planetenbahnen darauf, dass sich hinter dem 1781 entdeckten Uranus noch ein weiterer Planet befinden müsse. Couchs Rechnungen wurden ungefähr zur gleichen Zeit von dem französischen Astronom Urbain Le Verrier bestätigt. Zum ersten Mal gesehen hat den Planeten ein deutscher Astronom namens Johann Gottfried Galle. Am 23. September 1846 schaute der von der Berliner Sternwarte aus in den Nachthimmel und identifizierte Neptun als den 8. Planeten im Sonnensystem. Das Markenzeichen des Neptuns ist seine blaue Farbe. Die entsteht durch das besondere Vibrationsmuster der Molekülstruktur im gasförmigen Methan, das den Hauptanteil von Neptuns Struktur ausmacht. Die bläuliche Farbe brachte dem Planeten auch den Namen des Meeresgottes ein. Neptun gehört bisher zu den am wenigsten erforschten Planeten. Beobachtungen der Atmosphäre des Planeten zeigten über die letzten Jahrzehnte teils dramatische Veränderungen in der Struktur des Eisriesen. Das führte bei den Wissenschaftlern zu großer Besorgnis. Da so wenig Daten über Neptun bekannt sind, wussten die Forscher nicht, was sie mit diesen Beobachtungen anfangen sollten. James Webbs Aufnahme von Neptun. Erste aufregende Bilder von Neptun lieferte 1989 die Raumsonde Voyager. Die in den 1977er Jahren gestartete Sonde erreichte den Planeten nach 12-jähriger Flugzeit. Neptun war jedoch nicht Voyagers Ziel. Die Voyager-Doppelsonde war dazu konzipiert worden, das gesamte Sonnensystem zu durchfliegen und anschließend in den interstellaren Raum einzutreten. Dieses Bild sollte für mehr als 30 Jahre das Beste bleiben, das die Menschheit von Neptun hatte. Das erste Weltraumteleskop Hubble lieferte zwar auch Bilder des Eisriesen, die Qualität war aber eher mäßig. Umso aufgeregter schauten Wissenschaftler zum Start des neuen James-Webb-Teleskops. Im September 2022 sahen wir Neptun so auf ganz neue Weise. Webb hat nicht nur den klarsten Blick auf die Ringe dieses fernen Planeten seit mehr als 30 Jahren eingefangen, seine Kameras zeigen den Eisriesen auch in einem völlig neuen Licht. Aufgenommen wurde das Bild mit der NIRCam Nahinfrarotkamera, die Objekte im Nahinfrarotbereich von 0,6 bis 5 Mikrometer abbildet. Neptun erscheint auf diese Weise nicht blau, sondern sehr dunkel. Bei den dunklen Arealen handelt es sich sehr wahrscheinlich um Methangas, das rotes und infrarotes Licht stark absorbiert. Die hellen Streifen und Flecken dagegen sind Wolken aus Methaneis. Durch die Reflexion des Sonnenlichtes erscheinen sie nahezu weiß. Dank dieser Technik wurde Neptuns feines Ringsystem zum ersten Mal deutlich sichtbar. Die Ringe sind den Wissenschaftlern schon lange bekannt, doch bisherige Technologien waren kaum dazu in der Lage, die vermutlich aus Eiskristallen bestehenden Ringe sichtbar zu machen oder abzubilden.
Die dünne, helle Linie, die den Äquator des Planeten umkreist, deutet auf atmosphärische Zirkulationen hin. Im Klartext handelt es sich dabei um gewaltige Winde und Stürme, die auf Neptuns Oberfläche toben. Ein bereits bekannter Wirbel am Südpol ist auf der James-Webb-Aufnahme deutlich zu erkennen. Ebenfalls eine Premiere ist die Darstellung des durchgehenden Wolkenbandes, das den Planeten in den höheren Breitengraden einhüllt. Durch die Lichtfiltermethoden können Wissenschaftler auf der Erde die exakte Zusammensetzung von Gasen und anderen Strukturen aus der Ferne bestimmen. Alleine das Studium der Ringe, die erstmals 1989 von Voyager 2 beobachtet wurden, wird spannende neue Erkenntnisse über den Eisriesen am Rande des Sonnensystems liefern. Für die Astronomen ist das ein Meilenstein in der Erforschung des Neptuns und das lang ersehnte Trostpflaster dafür, dass die NASA vorerst keine Gelder für eine eigene Neptunsonde zur Verfügung hat. Der große dunkle Fleck. Die Vorgänge auf Neptuns Oberfläche gehören zu den letzten großen Geheimnissen des Sternensystems. 1989 entdeckte Voyager 2 bei ihrem Vorbeiflug in der südlichen Hemisphäre Neptuns den sogenannten Great Dark Spot oder großen dunklen Fleck. Dabei handelt es sich um einen gigantischen Wirbelsturm, ähnlich dem großen roten Fleck des Jupiters. 1994 machte sich ein Forscherteam mit dem Hubble-Weltraumteleskop daran, den großen dunklen Fleck näher zu untersuchen. Zum Erstaunen der Forscher war das Hochdruckgebiet in der Größe Eurasiens aber plötzlich verschwunden. Dafür fanden die Wissenschaftler einen neuen dunklen Fleck, und zwar in der nördlichen Hemisphäre. Dass dieser nach nur wenigen Jahren ebenfalls verschwunden war, zeigte, dass die enormen Stürme, die Neptuns Oberfläche beherrschen, weit kurzlebiger sind als die des Jupiters. Auf dessen Oberfläche tobt der als großer roter Fleck bekannte Sturm bereits seit Jahrhunderten und das exakt an derselben Stelle. Neptuns Stürme mögen zwar kurzlebiger sein als die des großen Bruders Jupiter, was Windgeschwindigkeiten angeht, ist Neptun aber der unangefochtene König im System. Seine Stürme erreichen unglaubliche Geschwindigkeiten von 2100 Kilometern pro Stunde. Zum Vergleich dazu, die heftigsten tropischen Wirbelstürme bringen es auf nur rund 300 Stundenkilometer. Einem Neptunsturm will man also wahrlich nicht begegnen. Unerklärbare Vorgänge auf Neptuns Oberfläche. Im Jahr 2020 gerieten Wissenschaftler in Aufruhr. Ein Forscherteam der University of California in Berkeley beobachtete mit dem Hubble-Teleskop auf der Oberfläche einen Sturm, der breiter war als der irdische Atlantik. Entstanden war der Sturm auf der Nordhalbkugel des Planeten. Seit der Entdeckung im Jahr 2018 schauten die Experten aus Berkeley jährlich nach den Geschehnissen. 2019 begann der Sturm in südliche Richtung zu driften und wanderte auf Neptuns Äquator zu, wo sich Stürme normalerweise auflösen. Doch zur Überraschung der Wissenschaftler entdeckte Hubble im August 2020, dass der Wirbel wieder seine Richtung geändert hatte und zurück in den Norden zog. Obwohl Hubble fast 30 Jahre ähnliche dunkle Flecken verfolgt hat, war dieses atmosphärische Verhalten etwas völlig Neues. Noch wissen die Forscher nicht, was diese Bewegungen zu bedeuten haben und ob die Vorgänge einfach nur sehr selten oder besorgniserregende Anomalien sind. Der größte Sturm, den Hubble jemals auf Neptun beobachtet hat, brachte es auf einen Durchmesser von 7403 Kilometern. Seit 1993 beobachteten Forscher das Verhalten des Wirbelsturms und dabei fiel auf, dass der Sturm mehrmals zu verschwinden schien, sich vielleicht auch wirklich aufgelöst hat, um dann unweit der Stelle, an der er verschwunden ist, erneut aufzutauchen. Nur zu gern wüssten Wissenschaftler mehr über diese Vorgänge. Eine Theorie besagt, dass die Stürme nur oberflächlich verschwinden, in den tieferen Schichten des Neptun aber weiter toben. Zeitweise könnte das Geschehen dann an der Oberfläche wieder sichtbar werden. Welche Vorgänge sich genau in Neptuns tiefen Schichten ereignen, wissen wir noch nicht. Dazu müsste die NASA eine Sonde zum blauen Planeten schicken. Diese könnte ähnlich wie Cassini am Ende ihrer Betriebszeit über dem Planeten zum Absturz gebracht werden. Während des Flugs durch die Schichten des Neptun könnten Forscher so endlich die lang ersehnten Daten gewinnen. Doch noch ist das Zukunftsmusik. Sicher ist aber, dass auch Neptun irgendwann eine eigene Sonde bekommen wird. Vielleicht kombiniert die NASA eine Mission zum Neptun irgendwann mit der Suche nach dem mysteriösen Planeten X, dessen Umlaufbahn sich hinter Neptun befinden soll. Seit Pluto kein Planet mehr ist, ist Neptun der achte und letzte der großen Planeten im System. Bahnberechnungen einiger äußerer Objekte im Sonnensystem haben jedoch mehrfach Hinweise geliefert, dass sich hinter Neptun ein weiterer großer Planet befinden muss.
Planet 9 oder Planet X könnte auf einer stark exzentrischen Umlaufbahn so weit außerhalb um die Sonne kreisen, dass er aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse bisher nicht sichtbar geworden ist. Kreist Planet X so weit außen, könnte seine Umlaufzeit um die Sonne bis zu 1000 Jahre betragen. Theoretisch würde dieser Planet nur alle paar hundert Jahre für moderne Teleskope sichtbar werden. Neptuns größter Mond Triton. Wir schauen uns zum Abschluss noch einmal die brandneue Aufnahme von James Webb an. Sicher hast du dich beim Anblick des Fotos sofort gefragt, was dieses wunderschöne blaugrüne Licht im Hintergrund von Neptun ist. Nun, auch wenn diese Erscheinung wie ein grell leuchtender Stern aussieht, so handelt es sich bei dem geheimnisvollen grünen Funkeln doch ganz einfach nur um einen Mond. Diese Aufnahme zeigt 7 der 14 bisher bekannten Neptunmonde und der so hell leuchtet, ist Triton. Triton ist der größte der Saturnmonde und etwa so groß wie der Erdmond. Da dieser Mond seinen Planeten auf einer extrem elliptischen Bahn umkreist, nehmen Forscher an, dass Triton einst ein Objekt aus dem Kuipergürtel gewesen sein könnte, das durch Neptuns Schwerkraft eingefangen wurde. Grünlich wirkt der Mond auf dieser Aufnahme durch die spezielle Farbfilterung der Aufnahme. Als Eismond reflektiert Triton zudem perfekt das spärliche Sonnenlicht. Auf Triton wurde ähnlich wie auf dem Jupitermond Europa und dem Saturnmond Enceladus Eisvulkanismus beobachtet. Wahrscheinlich gibt es unter der Eiskruste des Mondes sogar einen flüssigen Ozean. Eine Neptunsonde hätte in diesem Teil des Sonnensystems also wahrlich viel zu erforschen. Bis es soweit ist, dürfen wir gespannt sein, mit welchen neuen Beobachtungen uns das James-Webb-Teleskop überraschen wird. Sicher ist, dass Forscher jetzt auch mit dem neuen Teleskop regelmäßig einen Blick zu Neptun werfen werden. Kommt es dabei zu spannenden Entdeckungen, wirst du es bei uns ganz sicher erfahren. Lass uns zum Abschluss gerne einen Kommentar da und sag uns, wie du über die neuesten Entdeckungen rund um Neptun und die faszinierende Aufnahme des James-Webb-Teleskops denkst. Wir sind gespannt und freuen uns, dass du heute wieder zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal bei Simply Space.